Wir haben hier heute eine Aktion, Würde statt Waffen, aufstehen zusammen mit anderen Gruppen, Friedensgruppen, heute hier auf dem Kohlmarkt. Erstmal schönen guten Morgen an alle. So, und wir beginnen jetzt mit einigen Beiträgen. Wer startet denn von euch? Helmut, wenn du jetzt nicht anfängst, fangen die wieder mit der Musik an. Insofern sollten wir jetzt mal. Also, es geht los. Ja, es geht auch noch lauter, wenn man lauter reinspricht. Okay, also Helmut. Ja. Hallo, schönen guten Tag, dass ihr alle da seid. Wir wollen heute gegen die Aufrüstung nächste Woche, die nächste Woche beschlossen werden soll, wollen wir protestieren. Deswegen habe ich ein paar Flyer dafür produziert und ein paar größere Plakate, weil es eben darum geht, diese Aufrüstung zu verhindern, beziehungsweise diese 4,9 Milliarden Euro, die nächste Woche beschlossen werden sollen, zu verhindern. Jetzt haben wir gleich wieder Musik, also von daher, jetzt spielt unser Orchester sozusagen, unser Orchester, es ist die Kriegsgräberfürsorge, es hat auch was mit uns zu tun, die spielen jetzt gerade drüben. Sie machen einen Marsch und sie machen eine längere Pause dann im 11:45. Zwischendurch müssen wir immer so ein bisschen die Pausen nutzen oder wir müssen uns überlegen, ob wir umziehen auf eine andere Seite vom Markt. Das wäre auch möglich. Ich möchte jetzt einen kleinen Beitrag dazu machen, wie sich die Konflikte, die wir in Europa haben, auch auf unser tägliches Leben auswirken wird. Wenn sich die USA beispielsweise durchsetzt mit ihren Wünschen, Erdgas, Frackinggas aus der USA zu beziehen, so wird dieses Gas um 70% bis 80% bei uns teurer sein als bisher. Denn das Gas ist jetzt gestiegen in der USA auf dieselben Preise wie in Europa, sogar ein bisschen drüber. Und das sind die kostendeckenden Preise in der USA. Bisher haben sie mit extremen Verlusten produziert. Die Folge ist, wenn es hier ankommt, muss es vorher komprimiert werden. Dazu muss es auf minus 160 Grad heruntergekühlt werden und dann mit Schiffen hertransportiert werden. Dann ist der Preis am Schluss um die 70% teurer als bisher. Und zwar für alle, egal ob Industrie oder privat. Und das, wenn die passiert, wenn sich die Regierungen nicht gegen die USA durchsetzen. Warum ist denn Europa mit seiner Wirtschaftsmacht derart schwach, dass es sich sowas bieten lassen kann? Ganz einfach, weil die europäischen Staaten sich nicht zusammenhalten. Beispielsweise hat die Frau Merkel dafür gesorgt, dass die Südpipeline zu den südeuropäischen Staaten nicht stattgefunden hat. Sie hat die unter Druck gesetzt, zum Beispiel Bulgarien, was als Transitland daran auch gut verdient hätte. Und auf die Weise hat es geschafft, dass viele europäische Staaten stinksauer auf Deutschland sind und darum gerne gegen Nord Stream 2 sich äußern. Mein Name ist Michael Köllisch, ich bin auch für Aufstehen und ich bin gegen Krieg. Ich wollte, wie jedes Mal, kommt nicht viel Neues von mir, auf die Ungleichheit der Rüstungsausgaben hinweisen. Und zwar ist es so, dass die NATO-Staaten nach Daten des schwedischen Friedensforschungsinstitutes SIPRI im Jahr 2017 910 Milliarden US-Dollar für Rüstung ausgegeben haben, also für Krieg. Die Milliarden, das sind ja bekanntlich 1000 Millionen, also eine ganze Menge Geld. Russland hingegen, da denkt man sich, ja gut, da wird Russland wohl auch so ähnlich viel dafür ausgeben, wenn wir jetzt auch noch mehr für Rüstung ausgeben müssen. Russland hingegen hat 2017 nur 66 Milliarden Dollar ausgegeben, US-Dollar. Das ist natürlich immer noch viel, aber es ist natürlich viel weniger, nämlich um das 13,5-fache weniger als die Ausgaben der NATO-Staaten. Und jetzt sollen wir unseren Rüstungshaushalt, der in Deutschland 44 Milliarden US-Dollar ist, wir sollen ihn hochschrauben auf 2% unseres Bruttoinlandsproduktes von 3.200 ungefähr Milliarden. Das heißt, wir würden dann mehr als Russland, wir kleines Deutschland, würden dann mehr als das riesige Russland für Rüstung ausgeben, während hier die Straßen zerbröseln und die Schulen verschimmeln. Das ist falsch, das kann nicht richtig sein. Dagegen müssen wir protestieren.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mein Name ist Brigitte Konstein-Gülde. Viele kennen mich schon. Ich bin fast jeden Samstag hier. Und heute sollte ich eine besondere Rede vorlesen. Die habe ich intelligenterweise zu Hause liegen lassen. Aber ich habe hier einen Ersatz und vom Inhalt her ist es sehr ähnlich. Und das kann ich nicht alles auswendig, deshalb lese ich mal einen Teil vor. Würde statt Waffen, die Hintergründe der Kampagne. Die Bundesregierung, will immer mehr Geld für die Aufrüstung der Bundeswehr ausgeben. Allein für 2019 ist eine Erhöhung des Wehretats von derzeit 38,52 Milliarden auf 42,9 Milliarden geplant. Das ist ein Plus von fast 5%. Milliarden Euro für die höchste Ausgabensteigerung für die Bundeswehr seit dem Ende des Kalten Krieges 1990. Das NATO 2%-Ziel. Ich gehe mal davon aus, dass alle oder viele von Ihnen wissen, dass Trump das von uns gefordert hat. So, die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD hat sich auf dem NATO-Gipfel in Wales 2014 verpflichtet, die Rüstungsausgaben auf 2% unseres Bruttosozialproduktes zu steigern. Bei einem Festhalten an diesem Aufrüstungsziel wird der Militärhaushalt aktuellen Berechnungen zufolge bis 2024 auf 85 Milliarden pro Jahr steigen. Ich bin hier normalerweise nicht diejenige, die so viele Zahlen anspricht. Das überlasse ich allen anderen Rednern, weil das über meinen Verstand geht. Ich kann mir 82 Milliarden nicht vorstellen. Ich weiß nur, es ist sehr, sehr viel. Und wenn vorher von 42 Milliarden die Rede ist und dann von 82, dann kriege ich noch mit, das ist fast das Doppelte. So, und das ist, wenn ich so viel Rente mehr kriegen würde, würde ich nicht Nein sagen. Kriege ich aber nicht, im Gegenteil. Wir kriegen ein paar Prozent nächstes Jahr, aber die Inflationsrate ist ja sehr viel höher und dann ist das keine Rentenerhöhung, sondern eine Kürzung. Und das müssen Sie ja auch so machen. Woher wollen Sie denn sonst die Milliarden für die Rüstung mehr kriegen? Das steht jetzt hier nicht, was ich sage. Aber das geht mir über die Hutschnur, so viel Geld für unsere Vernichtung auszugeben. Ist das nicht ein Wahnsinn? Hier fehlt es an Kindergärten, die Schulen verrotten, die Straßen verrotten. Wir haben inzwischen in Deutschland eine Menge Armut. Und alleine durch die steigenden Mieten, die kaum noch jemand bezahlen kann. Bei mir geht's gerade noch so. Aber wehe, die kommen auf die Idee, die Miete zu erhöhen. Wenn dann meine Rente auch entsprechend erhöht wird, ist mir das ja egal. Aber das wird es ja nicht. So, und dafür ist Geld da. Warum? Ich muss das mal weiterlesen. Dafür ist Geld da und das geht überhaupt nicht über meinen Verstand. So, und die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen einen derartigen Rüstungshaushalt. Das habe ich, was jetzt hier steht, habe ich eben schon mündlich gesagt. Krankenhäuser habe ich vergessen. Aber das wissen wir ja alle. Überall im sozialen Bereich fehlt uns das Geld. Und alles nur, um den Amerikanern zu gefallen. In der Psychologie nennt man das Co-Abhängigkeit. Also im Einzelnen, im Kleinen würde man sagen, oh, du machst ja das, was der will. Ist ja nichts gegen einzuwenden, wenn es mir dann auch gefällt. So, Beispiele für die Aufrüstung geht einher mit den Manövern im Osten Europas.
an denen die Bundeswehr teilnimmt. Für die NATO-Übung Trident Juncture Ende Oktober 2018 stellt die Bundeswehr 8000 Soldaten und 4000 Fahrzeuge bereit. Kostenpunkt für die Steuerzahler alleine dafür 90 Millionen Euro. Das sind nicht mal eben 90 Mark. Ich meine, die Regierung zahlt es vielleicht aus der Portokasse. Aber was könnten wir mit 90 Millionen machen hier mit unseren Kindergärten, Schulen? Ja, das lasse ich jetzt da mal bewenden. Ich werde mich nachher noch mal zu Wort melden und noch weitere Dinge aus diesem Inhalt vorlesen. Vielen Dank fürs Zuhören und geben Sie es weiter an Ihre Freunde, an Ihre Bekannte. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bevölkerung sich gegen diese Aufrüstung wehrt. Hier liegen überall Unterschriftenlisten, einige gehen auch damit rum. Unterschreiben Sie, und damit wir unserer Regierung zeigen können, wir wollen das nicht. Vielen Dank. Hallo, liebe Friedensfreunde, ich sehe das auch so, der Wehretat für Waffen und so weiter ist dermaßen hoch, da beschwert sich kein Mensch drüber. Stattdessen wird den Menschen auf die Pelle gerückt, der Sozialetat, der ist so unwahrscheinlich hoch, wir müssen sparen. Mittlerweile leidet schon das Gesundheitssystem. Werden dermaßen schlechte Vorschriften gemacht, dass kranke Leute im Grunde aus dem Krankenhaus geschmissen werden, müssen zusehen, wie sie zu Hause klarkommen, wenn die Verwandtschaft nicht hilft und man braucht professionelle Hilfe, darf man sie noch selbst bezahlen. Mit der Fahrt nach Hause geht schon los. Ich zum Beispiel hatte einen gebrochenen Fuß, habe 5 Arztbesuche gehabt, A2 Fahrten, ungefähr 20 bis 30 Kilometer, je nachdem, wo ich gerade hin musste. Da komme ich pro Fahrt auf einen Schnitt von 80 Euro, bin mittlerweile bei 400 Euro. Das wird dem Bürger hier zugemutet und vieles andere auch. Und die Herren von der CDU oder die der Bild-Zeitung glauben, die am Stammtisch sitzen, die tun so, ja, alles viel zu teuer, ich bin ja noch gesund. Die Leute sollten mal daran denken, dass sie selber auch mal krank werden. Man merkt es erst, wenn es soweit ist, leider. Und am Wehretat und Waffenetat, da können wir wirklich sparen. Es fängt schon damit an, indem zum Beispiel die Waffe auch nicht an gegnerische Völker verkauft werden, damit sich gegenseitig bekämpfen. Und unsere Bundeswehrministerin hier, die fährt nach Afghanistan und anderen Ländern, die uns gar nicht angreifen. Was haben wir da zu suchen? Das Geld ist viel zu schade für diese Herrschaften, die unbedacht das deutsche Geld dafür ausgeben, um rumzuballern. Der Nächste, bitte. Ja, danke, Thorsten. Jetzt bin ich Reinhard Schmidt, ehemaliger Konstrukteur. Und ich möchte was dazu sagen. Frieden, Waffen, Abrüstung, Würde statt Waffen. Die Brigitte meinte eben, sie könnte sich immer nichts konkret unter vorstellen, unter die Menge Milliarden, Millionen. Ich hab da mal ein Bandmaß mitgebracht und mir fällt da gerade was ein. Und zwar, wenn ich 10 Zentimeter als eine Milliarde definiere, dann gibt es zum Beispiel Kindergeld, das werden hier dann 15 Zentimeter 1,5 Milliarden für ausländische Kinder. Für ausländische Kinder, die im Ausland leben, das sind dann hier 6 Millimeter. Und die Bauernhilfe, 3,3 Millionen, ist dann ungefähr so viel. Wenn ich jetzt das mal ausziehe, Bauke, kannst du mal ziehen? So, wir gehen mal weiter nach hinten. Noch weiter. So, 3 Meter. So, das sind unsere Militärausgaben, so wie sie vereinbart sind. Und wenn wir jetzt noch mal 50 Zentimeter weitergehen,
Dann kommen wir auf die neuen Ausgaben 2019 mit der Erhöhung. Und wenn wir jetzt noch ein Stück weiter rausziehen, bis 7 Meter. Das sind praktisch die geplanten 2% vom BIP und was dann nachher entsprechend der Inflation bereinigt und so weiter, müsste ich jetzt auf 8,20 Meter ausziehen. Das habe ich hier nicht mehr drauf. Aber nur mal, um die Größe festzulegen, wie die Verhältnismäßigkeiten hier aussehen. Dankeschön. So, das ist ja jetzt unsere zweite Veranstaltung, die wir hier machen unter dem Titel Würde statt Waffen. Und am 3.11., wo die erste war, hat der Maas im Spiegel Online einen Artikel veröffentlicht oder hat darüber geredet. Und zwar, wir müssen über Abrüstung reden. So. Über Abrüstung reden. Und jetzt kommen die interessanten Punkte, worüber er nicht redet in diesem Kommentar. Es ist schon interessant, dass er online an dem Tag, an dem die erste Protestaktion gemacht wurde, einen solchen Kommentar geschaltet hat. Und ich glaube auch nicht an den Zufall, erst recht nicht an solch einen. Ich glaube schon, dass wir mit der Aufstehaktion, mit den Unterschriftensammlungen erste kleine Signale aus Richtung Politik bekommen. Jetzt auch zu Herrn Maas. Herr Maas ist mitverantwortlich für die 2% Steigerung. Die deutsche Aufrüstung gibt es in dem Artikel nicht. Alle rüsten auf, nur Deutschland nicht. Und das ist schon eine Lüge. Weil bekannt ist, und da kann ich mich beziehen auf die Zahlen vom SIPRI-Institut, dass Russland seine Militärausgaben reduziert hat. Aus welchen Gründen auch immer. Also stimmt die Aussage, wir rüsten auf, stimmt alle rüsten auf, eindeutig nicht. Zweitens spricht er davon, dass man Atomwaffen abschaffen sollte. Aber hat die Bundesrepublik den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet? War sie nicht vom ersten Moment an ein Gegner dieses Vertrages? Wo sind denn hier Worte und Taten? Und wenn man heute was machen will, um Atomwaffen mindestens einzudämmen, dann gibt es nur einen einzigen, ganz entscheidenden Schritt. Alles zu tun, um den INF-Vertrag oder das INF-Abkommen zu verteidigen. Und mit der klaren Aussage, wenn Amerika das INF-Abkommen zerstückelt, dann treten wir, Deutschland, und das wäre das Mindeste aus der nuklearen Planungsgruppe der NATO aus, weil wir uns nicht an atomarer Aufrüstung beteiligen. Das wäre eine Konsequenz. Da nur einfach zu fabulieren, Atomwaffen wären eine Gefahr, heißt schon, sie zu relativieren. Und Fakt ist, dass Herr Maas in seinem Beitrag zweimal auf die Friedensproteste der 80er Jahre reflektierte. Und dazu eine kurze Bemerkung. Wenn Ihnen irgendwas in die Knochen gefahren ist damals, dann waren es die 300.000 1981 und die mehr als 1 Million 1983. Das heißt, die Kernaufgabe, vor der wir stehen, dass wir wieder mehr werden müssen. Dass wir stärker werden und dass wir uns für die anderen sozialen Bewegungen, die in diesem Sommer so erfolgreich aufgebrochen sind, das vom Aufstehen über ungeteilt den Hambacher Forst bis über die antirassistischen Aktivitäten verbinden. Wenn wir diese Aktivitäten auch mit der Friedensfrage verbinden, und das ist die Aufgabe, die sich nicht selber löst, sondern die wir Friedensbewegte selber hinbekommen müssen. Wir müssen auf die zugehen und sagen, all das, was ihr wollt, geht nur im Frieden. Das gilt für die Flüchtlinge und das gilt natürlich für die Energiewende. Oder könnt ihr euch das in einer Hochrüstung vorstellen? Von daher ist Frieden mit Abrüstung nach wie vor die Kernfrage. Lasst uns, Herr Maas, ein Zeichen setzen, dass wir beachtet werden. Das ist aber auch eine Voraussetzung, dass wir mehr und intensiver für den Frieden werben müssen. Und nehmt auch
alle Unterschriftlisten mit nach Hause. Ich würde mich riesig freuen, oder wir würden uns riesig freuen, wenn wir mal wieder eine Viertel oder eine halbe Million Unterschriften verkünden könnten. Das wäre ein tolles Zeichen. Dankeschön. Danke, Reinhard. Ja, ich denke in letzter Zeit immer mehr über die Demokratie nach, denn unsere Ausformung der Demokratie scheint eher ein Schutz der Reichen vor zu viel Demokratie zu sein, als wirklich eine Beteiligung aller Bürger. Zumindest scheint es darauf rauszulaufen. Der Einfluss interessierter Gruppen aus Rüstungsindustrie und sonstiger Industrie auf unsere Politik scheint sehr groß zu sein. Man sieht das immer daran, dass nach den Wahlen, das wissen wir ja alle, ist ja ganz klar, immer ganz andere Sachen passieren als das, was vor den Wahlen versprochen wird. Zum Beispiel in den 90er Jahren war man für Frieden. Man wählte also die Grünen. Was passierte dann? Als erstes wurde die Bundesrepublik Jugoslawien bombardiert. Das war sicherlich nicht das, was die Wählerinnen und Wähler der Grünen so im Kopf hatten, als sie die wählten. Oder aber, man war für Soziales. Man wählte also die SPD. Was passierte? Als nächstes wurde der größte Niedriglohnsektor in ganz Europa eingerichtet, mit Hartz IV und der Agenda 2010. Man überlegt sich also, wäre nicht vielleicht ein bisschen direkte Demokratie besser? Und da gibt es so eine App, die kriegt man unter www.democracy-deutschland.de. Da kann man die Bundestagsabstimmung vorweg einsehen, also die Drucksachen und so, was die Abgeordneten kriegen. Und man kann spaßeshalber mit abstimmen. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wer möchte, dass wir uns am Krieg um Uran in Mali beteiligen, dann sagen natürlich die meisten User, nein, das wollen wir nicht. Sind aber nur so 300, 400 Leute bei einer Abstimmung. Wenn das jetzt 20 Millionen wären, wäre das natürlich ein ganz anderes Zeichen für die Abgeordneten im Bundestag. Vielleicht könnten die sich da so ein bisschen dran orientieren und wüssten zumindest, dass sie vielleicht nicht weiter gewählt werden, wenn sie so weitermachen wie bisher. Ich denke, wir sollten uns diese App alle mal angucken. www.democracy-deutschland.de. Wichtig natürlich auch aufstehen als Sammlungsbewegung der Linken, um in den friedlichen Kräften in den Parteien, die jetzt für die Aufrüstung stimmen, Auftrieb zu geben. Danke. Ich bin Gudula Wegmann vom Friedenszentrum Braunschweig. Und ich möchte, obwohl die meisten sicher wissen, was in Büchel ist, in Büchel lagern immer noch 20 Atombomben, und es wird auch in Deutschland dafür geübt, dass diese Atomwaffen abgeschafft werden. Wir vom Friedenszentrum und vom Friedensbündnis setzen uns mit vielen anderen Gruppen dafür ein, dass mindestens erstmal diese Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden. Die deutsche Bundesregierung hat bis jetzt das überhaupt nicht auf den Weg gebracht, obwohl, als die Koalition zwischen FDP und CDU existierte, in den Vertrag reingeschrieben wurde. Damals hat Westerwelle darauf bestanden mit seiner Partei, mit seiner FDP, dass die Atomwaffen aus Büchel abgezogen werden. Da stand in dem Vertrag, den die CDU und die FDP geschlossen hatten, drin. Das ist nicht verifiziert worden. Und auch alle nachfolgenden Regierungen haben das nicht gemacht. Auch dafür müssen wir aufstehen, dass diese Waffen wegkommen. Als ersten Schritt für eine atomwaffenfreie Welt, was wir von Deutschland aus betreiben müssen. Danke. Schönen Tag. Mein Name ist Paul Deutsch. Ich bin hier von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands vom Kreis Braunschweig-Wolfsburg und möchte heute was sagen zum Thema Gefährder. Es ist ja so, wenn die herrschende Klasse einen Krieg vorbereitet, dann bedeutet das Reaktion nach außen und nach innen. Was also ist ein Gefährder? So, als wir im Frühjahr rebellisches Musikfestival im Thüringer Wald starteten mit über 2000 Teilnehmern, wurde der Schirmherr Stefan Engel erhielt eine Gefährderansprache angeordnet vom Thüringer Polizeichef, weil er die Gruppe Rupiorum unterstützt.
Also wenn die dort auf dem Festival gespielt hat. Deshalb, das ist, reicht schon aus, eine Gefährderansprache durchzuführen und demnächst 74 Tage in Haft zu gehen. Nein. Jetzt hat also der Stefan Engel dagegen geklagt und beziehungsweise Klage eingereicht und die Thüringer Staatsanwaltschaft hat das abgelehnt. Jetzt ratet mal mit welcher Begründung. So, die Thüringer Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Begründung durch Herrn Löther von der Polizei etwas dumm sei, aber er habe einen Ermessungsspielraum. So, und dann reicht die Staatsanwaltschaft für die Abweisung der Klage die Begründung nach. So, die lese ich jetzt euch mal ganz vor. Und zwar, die MLPD, also die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, tritt für eine revolutionäre Vergesellschaftung der Produktionsmittel ein. Also deshalb ist man Gefährder. In Theorie und Praxis orientiert sich die Partei an Karl Marx, Friedrich Engels, Wladimir Iljitsch Lenin und Ernst Thälmann. Erklärtes Ziel der Partei ist die Errichtung der Diktatur des Proletariats als Übergang zur klassenlosen kommunistischen Gesellschaft. Mit dieser Begründung haben die das also abgelehnt. Es reicht also aus, eine Weltanschauung zu haben, die der herrschenden Klasse nicht passt, da, um als Gefährder einzusperren. Wie fing das nochmal 1933 an, als das Monopolkapital mit Hilfe der Nazis eine faschistische Diktatur errichtet hat? Zuerst haben sie die ganzen Kommunisten eingesperrt. Und wer war zum Schluss noch da? Das wisst ihr alle aus dem Niemann-Spruch. Also ich finde, dieses ist ein Unding, was hier abgeht. Und in diesem Sinne haben die inzwischen ganz schön Muffensausen. Ich erinnere an die Großdemonstration Anfang November mit über 250.000 Menschen in Berlin. Und was haben sie nun zu tun? Sie schicken überall die Vertreter ihrer Jugendorganisation, die Bürgerlichen, hin und spalten die. Schließen Marxisten, Leninisten, kämpferische Kräfte aus und ähnliches. Und das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass am 8.12. in Hannover gegen diese Polizeigesetze eine machtvolle Demonstration stattfindet. Das geht alle Friedensfreunde an. Danke. Und dann möchte ich euch noch ganz kurz, habe ich eine Einladung zum internationalistischen Bündnis. Das trifft sich heute Nachmittag um 15.30 Uhr in der Brunswieger. Ist Regionaltreffen hier im Raufen Karl 1. Dankeschön. Dankeschön. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nochmal Brigitte Kornstein-Gülde. Ich arbeite hier im Friedensbündnis und im Friedenszentrum mit. Und in diesem Zusammenhang stehe ich hier auch gemeinsam mit einigen Ärzten von der IPPNW. Und uns ist es wichtig, da auch die weltweite Gefahr des Krieges, des Atomkrieges aufmerksam zu machen. Dr. Helmut Käs hat den Flaggentag gegründet, den wir jetzt, glaube ich, im nächsten Jahr schon das fünfte Mal in der Dornse im Rathaus feiern. So hoffentlich. Also es geht uns darum, zu zeigen, wie gefährlich unsere Welt geworden ist. Und ich sage ja immer, Hiroshima-Wetter ist heute nichts in Wolken. Aber wir gehen hier so schön spazieren und irgendwann kommt vielleicht eine Atombombe runter. Ist ja passiert in Hiroshima und Nagasaki. Und glaubt mir, das kann auch wieder passieren. Denn wer Waffen herstellt, will die auch benutzen. Oder machen wir das anders? Wenn ich mir ein paar neue Schuhe kaufe, will ich die auch anziehen und nicht zu Hause in den Schrank stellen. So ist das. Und ich habe hier noch mal ein paar Zahlen, obwohl ich dafür eigentlich nicht zuständig bin. Aber es geht darum, noch mal aufzuzeigen, was wir mit den fast 6 Milliarden Geld machen könnten, die für das Mehrfachkampfschiff MKS vorgesehen sind. Von diesem Kampfschiff habe ich noch gar nichts gehört. 250.000 Wohnungen für den sozialen Wohnungsbau könnte man mit diesem Geld bauen. Und mit den 8 Milliarden, die 2019 für die Rüstung, Aufrüstung eingeplant sind,
könnte man 37.000 Pflegekräfte zusätzlich für 5 Jahre immerhin nach Tariflohn bezahlen. Für 5 Jahre 37.000 Pflegekräfte. So, heute sind die dermaßen überlastet, das wissen wir ja alle, da gibt es ja fast jeden Tag einen Bericht in der Zeitung oder im Fernsehen. Und wir könnten damit Kitas ausstatten und neue bauen, 175 öffentliche Schwimmbäder einrichten und betreiben. Und mit dem Bruchteil dieses Geldes könnte man Erstklässlern ein ganzes Jahr beitragsfrei im Sportverein zusichern. So, die Lobbyindustrie ist so stark, dass sie unsere Bundesregierung ständig beeinflusst und wir immer mehr aufrüsten und aufrüsten. Und das Geld geht an die Waffenhersteller und es ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Das sollten wir uns mal klar machen. Und ich wurde vorhin gefragt, was können wir noch machen? Ja, habe ich außer Unterschriften und Unterschreiben. Ich sage, so viel ist das nicht. Wir können hier stehen, wir können reden, wir können dafür sorgen, dass andere zuhören. Und ich wünsche mir, dass wir auch eine Lobby bilden können, die den Bundestagsabgeordneten an den Ohren sitzt und denen zuflüstert, macht mehr für Soziales. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Aber hier sind so viele Leute, jeder darf nachdenken, jeder kann eine Idee haben und die hier äußern. So, und jetzt wünsche ich mir, dass sie das weitererzählen in ihrem Bekanntenkreis, bei den Familien am Arbeitsplatz, weil wir müssen viele werden. Wir sind schon viele, aber wir müssen noch mehr werden. Herzlichen Dank. Wir machen jetzt, also die Sache ist ganz erfreulich, wie bisher gewesen, jedenfalls. Und es ist aber auch noch eine Übgeschichte. Wir sind noch nicht besonders erfolgreich. Also wir brauchen noch mehr Leute, die uns sozusagen unterstützen, die mit überlegen und so weiter. Also wir brauchen noch da einige Zeit. Wir versuchen, am Montagmittag werde ich versuchen, aber jetzt, ich würde das dann über den Aufstehverteiler schicken. Die Information. Würde ich versuchen, was auszumachen mit der SPD und mit der CDU, dass wir da mal hinmarschieren und einfach dann uns beschweren. Das wäre vielleicht eine Geschichte, die wir machen könnten. Gell? Und da würde ich, also Montagmittag, würde ich versuchen, das hinzukriegen, also wahrscheinlich so ab 11 Uhr ungefähr. Aber da würde ich über den Aufstehverteiler schicken, damit, weil wir da noch ein bisschen drüber nachdenken müssten, was wir da machen, genau. Aber das ist meine Idee jedenfalls. Okay, ja, ansonsten, ist jemand noch da, der noch irgendwas sagen möchte? Wir müssen natürlich, auch die Vergangenheit dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen. Und in der Vergangenheit, wir haben ja vor 100 Jahren das Kriegsende gehabt vom Ersten Weltkrieg. Und ihr wisst ja, dass wir in Braunschweig besonders insofern betroffen waren, weil wir mit Roselys in Belgien durch die herzoglichen Truppen, die dort Kriegsverbrechen begangen haben, wir aber in Braunschweig den Namen Roselys, das ist eben ein Name einer belgischen Stadt, die dort betroffen worden ist, und heimgesucht worden ist, wir diesen Namen in Braunschweig aber als Baugebietsnamen haben. Und das fanden die Belgier ganz interessant. Die dachten nämlich, hier wird der Opfer gedacht. Nein, hier wird nicht der Opfer gedacht, sondern hier wird bis heute gedacht, der Täter, weil der Mönchenweg ist aus der Kaserne, das wussten die meisten nicht, erst als die Kaserne geschlossen wurde, die Roselys-Kaserne, kamen die Steine, also so Gedenksteine, auf die öffentliche Straßenfläche, dort am Mönchenweg. Und dort stehen Steine, die vom Traditionsverband ehemaliger Bundeswehrsoldaten 1972 in der Kaserne aufgestellt wurden. Und da stehen drauf wirklich die Regimenter, die Kriegsverbrechen begangen haben. Unter anderem zum Beispiel, jetzt Roselys steht zwar nicht als Name drauf,
aber es steht zum Beispiel die Schutztruppe Deutsch-Südwest drauf. Schutztruppe Deutsch-Südwest, das waren die, die noch ein bisschen früher, 1910, den Völkermord an den Hereros und Namas begangen haben. Die stehen da drauf. Warum stehen die da drauf? Die stehen da drauf, weil da gab es einen General Merker, Georg Merker, der hat seinerzeit die Revolution in Braunschweig niedergeschlagen mit den Freikorps-Truppen. Der eine oder die andere wissen, was ich jetzt, worüber ich rede. Und dieser Merker wird indirekt also durch diesen Stein immer noch gefeiert, immer noch als Befreier Braunschweigs gefeiert. Und diese Traditionen werden bis heute durchgeschlauft und durchgeschleust und immer wieder im Hintergrund. Und das geht nicht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass dieser Stein dort wegkommt. Bis vor kurzem hat die Stadt sogar noch dort Grenze niedergelegt. Das konnte inzwischen gestoppt werden. Der Traditionsverein der Bundeswehr hat sich inzwischen auch aufgelöst, aber sie treffen sich immer wieder dort und jetzt das nächste Mal morgen. Morgen früh um 9 trifft man sich dort wieder, um der Traditionen zu gedenken. Nicht der Opfer, auch nicht der eigenen Toten, nicht der eigenen Kameraden oder wie auch immer, sondern der Tradition, der militaristischen Tradition, der wird gedacht. Wollen wir das hinnehmen? Na gut, dann hoffe ich mal, dass wir uns morgen um 8:45 draußen am Mönchenweg treffen, um zumindest präsent zu sein, dass das nicht geht. Und die Forderung muss ganz klar sein, dass diese militaristischen Traditionen aufgehoben werden. Denn Vergangenheit ist auch Gegenwart und ist Zukunft. Und nur eins, dass die ganze Sache durchaus aktuell ist, was in Braunschweig passiert. Man hält das so ein bisschen unter dem Deckel. Aber ihr wisst vielleicht, dass das aktuelle NATO-Manöver auch unter Einbeziehung des Braunschweiger Flughafens stattgefunden hat. Ist das bekannt? Hier sind die Hubschrauber der Amerikaner vom Süden gekommen, Kampfhubschrauber und Transporthubschrauber, und haben hier den Flughafen logistisch für ihre Tankmanöver benutzt, um weiter zu fliegen in Richtung der russischen Grenze gegen irgendein Land, welches man nicht genannt hat. Ich weiß nicht, wer da hinter der russischen Grenze noch. Naja, also Russland natürlich. So, und weil man das nicht über das Beitrittsgebiet machen konnte, kommt die ehemalige Zonengrenzregion mit Kassel, mit dem Flughafen und Braunschweig dort in Frage, um logistisch hier einbezogen zu werden für NATO-Manöver. Für NATO-Manöver. Und wenn es noch ein bisschen heißer wird, dann vielleicht auch in Kriegshandlungen. Ja, was meint ihr denn, was bei einer Kriegshandlung passiert? Welche logistischen Positionen als erste bombardiert werden? Das ist brandgefährlich, was hier läuft. Die Stadt kümmert sich da nicht drum. Ich habe eine Anfrage dazu gemacht im Finanzausschuss. Da sagt man, naja, wir können das nicht ändern. Das ist nun mal so. Die können landen, wo sie wollen. Und wir möchten das am liebsten gar nicht thematisieren. Eben kommt einer vorbei, sammelt für Kriegsgräber. Naja, ist ja gut, dass er das tut. Besser wäre gar nicht, den Krieg anzufangen. Aber hier sind wir dabei, eventuell den nächsten Krieg vorzubereiten. Und wenn mir dann erzählt wird, dass jemand zwar sammelt für Kriegsgräber, für die Gräber, aber sagt, ist doch schön, wenn die Amerikaner hier landen, dann kriegen wir ja noch ein bisschen Geld rein. Ja, gut. Wenn wir Geld verdienen wollen damit, dass wir hier die Eskalation betreiben, dann gute Nacht. So, also das soll es sein von meiner Seite. Morgen also, wie gesagt, Mönchenweg, da geht es um das Gedenken zum Ersten Weltkrieg und vor allen Dingen, dass wir dem Militarismus die rote Karte zeigen. Dort, es kann nicht angehen, dass kriegsverbrechende Organisationen dort als Vorbild bis heute für die Bundeswehr dargestellt werden. Auf den Stein. Ich habe hier eine Abbildung in den Zeitungen, da können Sie sich das ansehen oder könnt ihr euch das ansehen, was dort auf den Steinen steht. Ich danke euch. Die militärischen Schwierigkeiten auf der Welt, die liegen natürlich auch mit an der Wirtschaft, wo die größten Betriebe gerne am meisten absahen wollen. Man merkt es schon im eigenen Lande, die Leute verdienen immer weniger. Und weil es den Betrieben immer noch zu teuer ist, gehen die in Billigländer, wo die Leute, wenn sie demonstrieren, unter Waffengewalt gestellt werden. Da wurden welche erschossen und interviewt worden, wurden welche, die angeschossen worden sind. Das haben sie kürzlich im Fernsehen gezeigt. Dabei drehte es sich um Kambodscha, wo
Schuhfirmen viel für die westliche Welt machen. Natürlich auf billigster Art. Die Arbeiter da, die wohnen gleich nebenan in Bretterbuden. Wenn sie zum Arzt gehen, sind sie gleich ein Monatsgehalt los. Und haben Schwierigkeiten mit der Betriebssicherheit, mit der Arbeitssicherheit, weil sie viel mit Chemikalien arbeiten, wo sie krank von wären mit den Klebern und was nicht noch alles. Da guckt kein Mensch hin. Die Schuhe, die werden für Pfennigbeträge von den großen Firmen genommen. Und hier bezahlt man bis zu 200 Euro für diese Schuhe. Puma und Adidas waren die beiden größten dazwischen. Es gibt natürlich noch viel mehr. Und wenn auf die Art und Weise hier gearbeitet wird und sogar Subunternehmer aus den Ostgebieten in Europa hier reingeholt werden, die hier noch nicht mal eine Wohnung haben und in den Lieferautos schlafen müssen, wo sie die Post mit transportieren. DHL und die Post stecken auch mit dahinter und die vielen anderen Kurierunternehmen. Wir kommen langsam auch dahin, wo die sind, denn man misst sich am billigsten, damit die oberen Leute, die Wirtschaftler, ihre Säcke voll kriegen. Und irgendwann, da werden die Leute ja auch rebellieren. Ist nur schade, wenn dadurch dann wieder irgendwelche diktatorischen Parteien ans Ruder kommen. Leider, die demokratischen Parteien, die wir hier haben, die merken es wahrscheinlich erst, wenn alle Leute auf der Straße sind. Ich kann aber nur jeden empfehlen, mitzumachen. Wir haben ja in den letzten Tagen gehört, dass in Kalifornien ziemliche Brände sind und ziemliche Schäden stattgefunden haben. Dazu eine kleine Information. Die effektivsten Kampflöschflugzeuge der Welt werden augenblicklich in Russland produziert. Die sind, haben etwa die doppelte Effektivität wie die anderen. Und die Einrichten der USA haben große Schwierigkeiten, diese Flugzeuge einzukaufen, obwohl die Organisationen das wollen, um das zu bekämpfen. So wirkt sich Wirtschaftskrieg aus. Ja, hallo. Ich hätte es ja vorbereitet, wenn ich gewusst hätte, dass man hier was sagen kann. Aber ich habe gerade gehört, dass bisher über den Jemen noch gar nichts gesagt wurde. Also ich kriege da täglich die Bilder. Man kann es sich nicht vorstellen, wie die kleinen Kinder da in Massen verhungern, wirklich, das ist zurzeit also die Stelle, wo die meisten Menschen sterben und umgebracht werden und wirklich verhungern, einfach nur noch Knochen sind und dann sterben. Das gibt's also, alle 10 Minuten verhungert da ein Kind. Und deswegen finde ich, muss das hier unbedingt gesagt werden. Und warum ist das so? Auch da sind wir hier in Deutschland natürlich mit dabei. Nicht wir, die wir hier stehen, da gibt's ja immer andere, ne? Aber unsere Waffenproduzenten, die liefern dorthin, die liefern an Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien ist das Land, was zurzeit den Jemen runterbombt und was sogar verhindert, dass unsere Hilfslieferung für die Kinder, die da hungern, dass die da nicht ankommen. Das muss laut gesagt werden. Und weil unsere Waffenlieferanten da so viel Geld verdienen und es dann auch wieder Steuern gibt, gucken Sie mal in die Zeitung. Wo steht mal was über Jemen? Und das ist der Ort, wo zurzeit die meisten Menschen und vor allen Dingen Kinder verhungern. Und deswegen müssen wir da unbedingt mehr Achtung und mehr auch zu sagen und wirklich aufstehen und sagen, das geht nicht, hört auf, da Waffen hinzuliefern. Und lasst unsere Hilfslieferung rein in den Jemen. Das ist so schrecklich. Dankeschön. Ja. Wie allen bekannt ist, machen die großen Volksparteien oder die mal groß waren, die haben ja schon ihre Quittung gekriegt, indem sie weniger Prozente kriegen. Alles Mögliche, nur nicht das, was den Bürger interessiert oder womit sie den Bürgern was Gutes tun. Aus dem Grunde hat sich ja diese Aufstehenbewegung entwickelt. Ich kann nur an jeden empfehlen, auch der hier vorbeigeht, machen Sie mit, kommen Sie mit in die Aufstehenbewegung, um den Herren da oben, die gar nicht wissen, wie es den Bürgern überhaupt geht, hier mal zu zeigen, es muss sich
sich was ändern. So geht das nicht weiter. Wie sich hier zwei Parteien, die sich große Koalition nennen, als Gegner gegenseitig in den Hintern kriechen und nicht mehr auseinanderkommen. Es wird Zeit, dass sich was tut. Ich empfehle jeden mitzumachen. Und demnächst werden wir hier auch mehr Flyer und Ähnliches so mitmachen, dass man sieht, wie das geht, an den Tisch legen. Ja, okay, das war's. Ich hoffe, morgen treffen sich noch mal ein paar Leute und wir bleiben am Ball, denn das ist ja eine Riesenkatastrophe, die da abläuft. Und man muss einfach das verhinkriegen, dass bei der Bundeswehr gespart wird und nicht so wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.